so lange zuzuhören, wenn jemand spricht. Wir sind ja daran gewöhnt, alles kürzest nur aufzunehmen. Wie gesagt, ich bedanke mich und dass Sie gekommen sind, sich es anzuhören und vielleicht auch zu lesen. Wir sind, glaube ich, wenn ich so meinen Blick schweifen lasse, wie das früher hieß, früher schweifte der Blick immer so, wir gehören allesamt nicht mehr zu den Jüngsten, die immerhin noch hin und wieder ein Buch lesen. Auch eine Seltenheit. Und so könnte ich diesen Abend fast wie einen Abschied sehen vom Lesen und vom Bücherlesen. Denn wir gehen ja in eine Zukunft eines neuen Analphabetismus. Ich weiß, es recht protestiert werden. Also doch kein Protest. Solange eben noch ein bisschen gelesen wird, ist das eine Art langsamer Abschied von einer Gegenwart, die eines Tages nur noch in den Geschichtsbüchern stehen wird. Aber dass Sie gekommen sind, zugehört haben, ausgehalten haben, dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Danke.